Mein Name ist Wieland Busse, bin Teamleiter GIS von, bei Arte GreenLab in Berlin. Wir sind eine Firma mit Sitz in Berlin und können dann gerne zur nächsten Folie kommen. Der Vortrag heute ist ja von Autobahn bis Stadtschloss, Synergien von BIM und GIS in der Praxis. Ja, ich möchte da aus einigen Projekten von uns berichten und würde dann auf der nächsten Folie dazu kommen, was wir vorhaben heute. Ja, bitte weiterklicken. Ja, genau. Können Projekte in dieser Kombination effizienter umgesetzt werden, Zeit und Kosten eingespart werden? Das ist die Fragestellung, die ich versuche hier zu beantworten. Und ja, wir haben diese Folien und das ist das Programm, was wir machen. Ich muss bitte zur nächsten Folie. Wir haben relativ viele Klicks, ja, wir können durchaus mal ein paar mehr auf einmal vertragen. Bitte vielleicht bitte einmal zurück nochmal, genau. Genau, wir wollen heute die Kombination aus Laserscanning, Scandaten und BIM-Aufbereitung, Integration in das GIS und zentraler Geodatenhaltung vorstellen. Bitte. Ja. Ja, Arte GreenLab, wer wir sind und was wir tun, ist der erste Programmpunkt. Dann kommen wir zu 5 Projektbeispielen, die ich dann ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte. Und am Ende dann nochmal das Fazit. Kommen wir als erstes zur kurzen Vorstellung unserer Firma. Genau, wir als Arte GreenLab sind Ihr Partner für Vermessung BIM und GIS. Unser Hauptsitz ist in Berlin und haben auch weitere Bürostandorte in Hannover und Eisenhüttenstadt. Sind 1992 gegründet und haben zurzeit ca. 125 Mitarbeiter. Das Foto zeigt unseren Hauptsitz in Berlin. Ja. Das sind unsere wesentlichen Geschäftsfelder. Das ist einerseits die Vermessung, wo wir Vermessungsdienstleistungen durchführen, aber auch eine eigene Vermessungssoftware, das GeoSurvey, entwickelt haben. Wir haben ein Team für die Netzdokumentation, wo wir seit Jahren für große Telekommunikationsfirmen die Aufgabe der Netzdokumentation übernehmen. Wir haben ein eigenes Team für CAD- und BIM-Datenaufbereitung, wo wir aus den vermessenen Daten auch entsprechende 3D-Daten aufbereiten und die in den entsprechenden BIM-Formaten wie Revit oder EFC dann auch modellieren. Im Team Geoinformationssysteme, dem ich als Teamleiter vorstehe, da beschäftigen wir uns in erster Linie mit den Produkten der Firma Esri. Wir sind seit mehreren Jahrzehnten Partner von Esri und beraten unsere Kunden in dem Umfeld, unterstützen aber auch unsere anderen Teams durch Beratung und Lösung und Datenaufbereitung, um diese Kombination aus GIS und BIM dann entsprechend umsetzen zu können. Und unser letzter Themenschwerpunkt ist Forst und Umwelt. Da haben wir eine eigene Software entwickelt, mit der wir dann Kunden in diesem Bereich auch beliefern können und dann entsprechende Verwaltungsaufgaben auch wahrnehmen können. Ja, kommen wir nun zum ersten Projektbeispiel. Jetzt ist alles auf einer Folie, das ist ein bisschen einfacher. Da kommen wir zum Humboldt-Forum, auch in Berlin das Stadtschloss. Das ist in den vergangenen Jahren wieder aufgebaut worden. Was war da unsere Projektaufgabe? Wir haben den Neubau und aber auch archäologische Fundstätten erfasst für unseren Auftraggeber. Das war die Dressler Bau GmbH, die wiederum für das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung tätig war. Wir haben dann die Entwurfs- und Bauvermessung gemacht. Wir sehen hier, wir haben mit 3D-Laserscanning gearbeitet und haben dann im fertigen Stadtschloss den Soll-Ist-Vergleich gemacht. Hier unten rechts sehen wir noch den Navis-Trolley damals noch. Mittlerweile gibt es ja auch mobile Geräte von Navis, die dann halt ein 3D-Scanning durch Begehung der Räume ermöglicht haben. Und wir haben dann zusätzlich auch noch den Leica RTC 360 eingesetzt, um dann halt die Innenbereiche des Schlosses zu erfassen und dann mit dem Soll, was eigentlich gebaut werden sollte, zu vergleichen. Also das ist ein schönes, zentrales Projekt und da sind wir
auch ganz stolz, dass wir da mitwirken dürfen. Dann kommen wir zum nächsten Projekt. Nee, das ist noch das gleiche Projekt. Wir haben hier noch ein paar Folien. Ja, ich glaube, einen Klick können wir noch hier brauchen. Genau, danke. Dann haben wir die Sachen auf der Folie. Wir sehen ja, was dann entstanden ist. Es ist neben den Punktwolken sind halt auch Panoramabilder entstanden, wo man sich dann in dem 3D-Modell auch bewegen konnte und nochmal auch eine 360-Grad-Sicht ansehen konnte. Genau, und ja, Vorteile aus unserer Sicht waren, dass wir durch das Mobile Mapping die Messzeit im Außendienst entscheidend minimieren konnten, dass wir weniger sozusagen Absperrungen brauchten und Zeit vor Ort brauchten und dass wir dann durch die Punktwolken dann im Innendienst dann auch Kollisionsprüfungen durchführen konnten und das dann auch als Grundlage für die abzugebenden CAD-Pläne und 3D-Modelle, die wir hier gesehen haben, nehmen konnten. Ja. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Projekt. Das ist der Flughafen BER. Und hier haben wir auch in der Bauphase die 3D-Bestandsdokumentation vorgenommen. Da können wir auch mal ein paar Klicks machen. Ja, einen noch. So, genau, so sieht es ganz gut aus. Auftraggeber war die Flughafen Berlin und Brandenburg GmbH. Wir haben die Grundlagenvermessung übernommen, die Beratung und Überwachung der Bauausführung und die 3D-Bestandserfassung. Das ist ein Projekt, was uns etwas länger begleitet hat, aus vielleicht bekannten Gründen. Was haben wir hier eingesetzt? Auch hier haben wir mit 3D-Laserscannern gearbeitet, haben dann die entsprechenden Produkte der Hersteller da verwendet, in diesem Fall Leica, Jetstream und Cloudworks, und haben die dann entsprechend aufbereitet. Und haben dann auch weitere Produkte wie CAD-Programme, FME für die Datenkonvertierung und ESRI für die Datenbereitstellung genutzt. Ja, können wir mal zur nächsten Folie kommen. Jetzt können wir auch noch einmal, glaube ich, zweimal, dreimal. So sieht es gut aus, genau. Dann haben wir alle Texte hier draus. Wie haben wir es nun umgesetzt? Ja, wie schon erwähnt, wir haben das die Bestands Dinge gescannt mit 3D-Laserscanning, haben dann die Daten entsprechend aufbereitet, qualifiziert, haben die 3D-Objekte im CAD-System erzeugt dann und haben dann eine Kontrolle der Bestandsdaten durchgeführt, indem wir da eine Verschneidung durchgeführt haben und Differenzen festgestellt haben, und entsprechend der Projektaufgabe haben wir dann die Projektergebnisse im IFC-Format abgegeben. Ja, und es war dann für verschiedene Aufgaben, wurden die dann genutzt und haben das dann einerseits im CAD, aber auch im GIS präsentieren können. Auf der nächsten Folie sehen wir dann ein paar Beispiele, genau, das sind die Ergebnisse und auch die Vorteile, die wir aufgeführt haben. Also hier sehen wir hier im oberen Bild ein Beispiel im Desktop-GIS von ESRI, das ist ArcGIS Pro, und im unteren Beispiel Leica TrueView, wo wir auch dann diese Panoramaaufnahmen hatten. Genau, das war also auch wieder eine Kombination aus mehreren Softwareprodukten, aus der Datenaufbereitung und dann auch der Nutzung der entsprechenden Programme auch, um sich da bestimmte Informationen zu erhalten. Und genau, die Vorteile sehen wir hier auf der rechten Seite. Durch das Scannen natürlich wieder schnelle Erfassung großer Datenmengen. Wir haben einen durchgehenden Prozess vom Laserscanning zum BIM-Modell und haben dann aber auch durch die Panoramafotos eine einfache Datenkontrolle, und über das ArcGIS Pro, das ist seit einigen Versionen in der Lage, auch IFC-Modelle direkt einzuladen, konnte man das auch sehr gut in der GIS-Welt sozusagen mit anderen Datenquellen vergleichen. Kommen wir zum nächsten Projekt, haben wir mal Bundesautobahn BABA 10 überschrieben, das ist der Berliner Ring. Hier haben wir für die Autobahn GmbH des Bundes eine Befahrung durchgeführt mit Hilfe eines mobilen Laserscanners. Der Laserscanner ist der MX9 von Trimble. Ist ein Gerät, was man auf verschiedenen Plattformen montieren kann. In diesem Beispiel aus verständlichen Gründen auf einem Auto. Wir hatten aber auch schon andere Projekte, wo wir den MX9 auf einer Lok montiert haben, um Gleisanlagen zu scannen. Und ja, wie gesagt, hier sind wir dann mit dem MX-9, haben ein Stück der A10 befahren. Bei Potsdam ist eine Havelbrücke, und wir haben dann
können wir ein bisschen variieren. Durch die Geschwindigkeit können wir dann die Dichte der Punktwolke beeinflussen und haben dann ja, damit das dann erfasst und haben dann auf der Basis der Punktwolke, das ist dann wieder ähnlich, ein Bestandsplan und ein digitales Geländemodell erstellt. Auf der nächsten Folie sehen wir dann Beispiele für die erfassten Daten. Einerseits den Überblick. Auch hier wieder haben wir das GIS-System genommen, um die Daten einfach mal zu visualisieren und uns einen Überblick zu verschaffen. Das ist auch ein Screenshot oben links aus ArcGIS Pro, wo wir dann die SG-Hintergrundkarten verwendet haben, um das einfach in der Lage einzuordnen. Wir sehen hier die Havel und da ist das Stück, das wir befahren haben. Im mittleren Bereich ist die Punktwolke, die entsprechend eingefärbt ist und wir sehen, ist schon relativ genau. Wir sehen selbst die Fahrbahnmarkierungen sind in den Punktwolken erfasst worden und der MX-9 hat nicht nur Laserscanner, sondern der hat auch drei Kameras nach vorne, nach hinten und noch eine Panoramakamera und diese Punkte haben wir hier auch im GIS, die Fotopunkte mit aufgenommen und man kann die dann sehr einfach auch in seinem GIS-System sich anschauen und dann das bestimmte Foto an einer bestimmten Stelle sich angucken zu lassen. Und auf der nächsten Folie haben wir nochmal die Vorteile. Da können wir, glaube ich, auch schon mal ein paar Klicks voraus machen. Dankeschön. Genau. Wir haben hier als Vorteil gesehen, dass wir die Daten auch sehr schnell erfassen, dass wir die schnell auch online verfügbar machen können, indem wir die GIS und die ESRI-Plattform dafür benutzen können, wo dann mehrere der Bearbeiter auch zugreifen können. Insgesamt bringt das natürlich dann eine Beschleunigung des Projektablaufs und durch die schnelle Befahrung ist natürlich der vermessungstechnische Außendienst auch nicht so lange unterwegs, sondern braucht nur eine minimale Sperrzeit auf der Autobahn. Im Prinzip ist es gar keine Sperrzeit, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass wir mit unserer etwas langsameren Geschwindigkeit, so 60 km/h, da nicht zu viel den Verkehr aufhalten. Eine direkte Sperrung haben wir dafür gar nicht benötigt. Gut, das nächste Projekt hat auch was mit der Autobahn zu tun. AVUS Online ist eine Plattform, die von Via EMC entwickelt wurde. Via EMC ist ja die Innovationsplattform des Vinci-Konzerns, ist hier erwähnt. Vinci kommt aus Frankreich. Und wir haben die Kollegen dabei unterstützt, diese Plattform aufzubauen. Auf Basis von ESRI-Produkten ist es eine Datenplattform geworden oder wurde aufgebaut, die Straßenbaustellen unter anderem auch an der Autobahn unterstützt. Die Technologie war ArcGIS Enterprise als Kern, als WebGIS-Lösung, die man auch on-premise auf seinem eigenen Installation oder seinem eigenen Cloud-System installieren kann. Kombiniert waren dann in dem Projekt noch Microsoft Azure, FME für die Datenkonvertierung und auch vorhandene Daten wie BIM-Daten, Drohnendaten und Temperatursensoren. Jetzt können wir mal auf die nächste Folie kommen. Dankeschön. Da haben wir die drei Schritte, die wir durchaus schon einblenden können. 1, 2, 3. Können wir nochmal dreimal weiterklicken. Nee, doch so weit nur doch nicht. Da sind sie, genau. Das ist dann die Planung des Systemaufbaus. Da haben wir die Kollegen unterstützt, wie man diese verschiedenen Systeme installiert, wie man die einrichtet, wo es Schnittstellen gibt, wo es Kombinationen gibt. Das zweite ist dann die Datenaufbereitung, welche Daten sind in welchen Formaten notwendig, um das dann zu durchzuführen. Ein Bestandteil eigentlich der Vorbereitung waren dann auch diese User-Stories oder Anwendungsfälle, dass man sehr genau geschaut hat, wer will eigentlich was mit dem System machen. Und das ist dann, wir sehen hier ein Beispiel, das hat zu einigen Use Cases geführt, die dann Stück für Stück umgesetzt wurden. Jetzt bitte zur nächsten Folie. Und vielleicht können wir auch ein bisschen weiter klicken. Wir sehen jetzt hier schon verschiedene Screenshots auch auf der rechten Seite, die das System dann darstellen. Wir haben die Kollegen bei der Umsetzung und dem Aufbau in der Azure-Umgebung unterstützt, haben weitestgehend agil agiert, dass die Kollegen Schritte umgesetzt haben, die wir dann gemeinsam evaluiert haben, um dann die nächsten Schritte dann gemeinsam zu besprechen.
Ja, und wir waren danach auch in der Lage, sozusagen nach der Schulung und Einweisung das System auch weiter selbstständig weiterzuentwickeln, um das dann entsprechend auszubauen. Was sehen wir auf der rechten Seite? Wir haben, wenn wir mal ganz oben anfangen, mobile Lösungen. Also da sehen wir Fahrzeuge, die bestimmte Eigenschaften haben. Ein Beispiel war oder eine Aufgabe war, dass die Zeit zwischen dem Aufnehmen von dem Straßenbelag, Asphalt oder was Bitumen, bis hin zum Einbau in der Eigenschaft möglichst minimiert ist, dass der möglichst kurz gehalten wird und dann auch mit einer optimalen Temperatur eingebaut wird. Wir sehen dann hier im mittleren Bereich ein Dashboard, wo wir dann die Temperatur, mit der die Decke eingebaut wurde, farblich auch dargestellt wird. Und das Ziel war, dass man das da sehr genau überwachen kann und das optimieren kann. Im unteren Bereich sehen wir dann sozusagen die Statistik zu diesen Baumaßnahmen. Und die CO2-Einsparung ergibt sich dadurch halt, dass möglichst mit möglichst temperaturabgesenktem Asphalt, der eingebaut wird in die Straße, um dann da möglichst weniger Energie zu verbrauchen. So, kommen wir zum fünften Projekt, wenn ich richtig mitgezählt habe, Reaktivierung der Siemensbahn, ein Projekt in Berlin. Die Siemensstadt ist ein Stadtviertel im Norden von Berlin, was wieder reaktiviert wird, und dazu gehört unter anderem auch die Anbindung der ehemaligen Siemensbahn. Es war eine S-Bahn-Verbindung, die von der Siemensstadt bis zum Berliner S-Bahn-Ring geht. Die liegt seit mehreren Jahrzehnten brach und soll jetzt wieder reaktiviert werden. Und bevor mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, brauchen wir natürlich eine Übersicht über den Ist-Zustand. Und das war unser Projektauftrag. Wir sehen auch die Auftraggeber Siemensbahn, Krebs und FIPA und Sweco. Und ja, der Auftrag war Vermessung verschiedener Bahnhöfe, der Viadukte und Erstellung von BIM-Bestandsmodellen. LOD 400 steht in diesem Fall für die Detailtiefe, mit der wir diese Modelle erfasst haben. Ja, die Technologie ähnelt sich hier wieder 3D-Laserscanner, RT360, dann Leica Cyclone, und Formate waren dann das Revit, und wir haben dann die Daten auch für das ArcGIS aufbereitet und mit ArcGIS GeoBIM in der Cloud auch bereitgestellt. Das gucken wir uns auch auf den folgenden Folien nochmal an. Auf der Folie sehen wir Beispiele für den Außendienst. Die Kollegen haben hier mit manchmal auch etwas höheren Laserscannern gearbeitet, um halt die hohen Bereiche auch abzudecken. Sind natürlich auch auf dem stillgelegten Viadukt unterwegs gewesen und haben dann die entsprechende Modellierung durchgeführt. LOD 400 heißt in diesem Fall, das geht bis zur Niete. Das sieht man in dem rechten Beispiel ganz gut. Da wurden also bis hinunter zur Niete die Objekte im BIM-Datenmodell dann erfasst. Kommen wir dann zur weiteren Folie. Hier haben wir das Beispiel, wie wirklich die GIS-Welt mit der BIM-Welt ineinander greifen können. Wir haben hier als Kopplungsplattform ArcGIS GeoBIM genutzt. Das bietet die Kombination von zwei Cloud-Plattformen, auf der einen Seite ArcGIS Online von Esri und auf der anderen Seite der Autodesk Construction Cloud von Autodesk. Und ja, die beiden jeweiligen einzelnen Clouds wurden hier kombiniert und man hatte mehrere Fenster, kann aber auch über die Dashboard sich da Übersichten anzeigen lassen über anstehende Aufgaben oder erledigte Aufgaben und hat auch noch so eine Art Anmerkungsfunktion. Und damit kommen wir zum Fazit. Das Fazit ist in Bildern gefasst sozusagen. Wir haben vorgestellt, wir wollten ja die Kombination aus BIM und GIS vorstellen. Wir haben Laserscanning-Projekte vorgestellt. Wir haben an Beispielen gezeigt, wie wir die Scan-Daten in BIM-Modelle umgewandelt haben. Wir haben die GIS-Integration gesehen und aber auch die zentrale Datenhaltung in den GeoBIM. Von daher bin ich jetzt am Ende meines Vortrags. Eine blaue Folie ist auch da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir das ein oder andere mitgenommen haben. Wir von AAC haben auch
einen Stand in Halle 3. Der Kollege hat gesagt, wie die Berliner Vordra, ja, 030, Halle 3, Stand C3, 030. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen da begrüßen könnte. Also, vielen Dank.